Willkommen zurück in Kingdom Come. Was zur Hölle machst du da? Was machst du denn da? Ich spiele Kingdom Come Deliverance. Und der läuft einfach gegen mich. Und ich habe tatsächlich was geändert jetzt. Würde mir das hier nicht so hören. Guck, ob das laut genug ist. Ich habe eine zweite Soundquelle jetzt hinzugefügt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich kann das Live-Betrieb ändern, die einfach das Spiel lauter macht. Ich bin nicht ganz sicher, ob das reicht für die Gespräche. Kann ich euch mal das zeigen. Können wir auf die Umgebungsgeräusche achten. Und dann würde ich umschalten. Und dann klingt das so laut. Wahrscheinlich jetzt bei den Umgebungsgeräuschen hört man jetzt nicht so viel. Willkommen, Heinrich! Gegen ihn laufen. Hey. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Also wenn die mal leise sprechen, schalte ich halt auf die lautere. Da gibt es halt einen ganz kurzen Wechsel und dann hat man es aber für danach lauter halt. Und ja, hoffe, dass uns das weiterbringt. Weil die Abmischung halt manchmal ein bisschen kaputt ist, müssen wir halt das auf unserer Seite besser machen. Was haben wir für Quests? Gucken wir mal an, wie ist eine Menge passiert. Die Hauptquest, Vergeltung. Finde Marquardt von Aulitz, das ist alles ein bisschen später raus. Finde heraus, wo die gefälschten Münzen herkommen. Führe den Gefangenen in Merhoyet. Finde heraus, was mit Matthias geschehen ist. Also nochmal nach Merhoyet. Das sind Sachen, die ich jetzt aber nicht direkt angehen würde. Ich würde erstmal Freund in Not zu Dienst meiner Herrin machen. Festmahl für die Bettler haben wir noch. Plündernde Kumanen. Das gehört mit dazu. Warum habe ich das eigentlich nicht miterledigt schon? Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Tierhäute ist alles da. Köstlichkeiten, alte Birne. Dann würde ich das in Sasau erledigen, die beiden Geschichten. Und die. Und das verbinden idealerweise hier mit dem Schatz in Ledetschko. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es gibt noch einen Schatz in Ledetschko. Den holen wir ab. Wir gucken mal eben, wo der genau sein soll. Ich weiß nicht, Schatzkarte 5 war das vielleicht? Nein, jetzt habe ich das ins Pferd getan. Genau das, was ich wollte. Vielen Dank. Den habe ich ja auch schon. Der kann ja auch weg. Was ist denn hier alles? Alles richtig. Ledetschko. Am Fluss entlang, bis man da irgendwie so ein... zum Ende hin, eigentlich gegenüber des Flusslaufs auf der anderen Seite. So schräg, bisschen nordöstlich davon. Einen Minenschacht sieht. Na gut, das machen wir. Ist der Bernhard hier? Wir könnten eigentlich auch noch mal eine Übungsrunde einlegen. Wie weit sind wir denn jeweils mit den verschiedenen Kampffertigkeiten? Streitkolben 8, Schwert 11. Absteigen. Hallo, Heinrich. Hey. Wie mühsam der hochklettern muss. Gott sei mit dir, Edler. Ich habe... Zeig her. Trophäen können wir abgeben. Eine perfekte, gerne Kombos, perfekte Schläge. Kann ich mit dem Schwert was lernen? Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Brauche ich erst Stufe 15, bin erst Stufe 11. Und Stangenwaffen sind ja eigentlich so helle Baden, sowas, das habe ich ja gar nicht. Ich würde gerne mit Stangenwaffen... Selbstverständlich. Ich möchte die Grund... Gut, aber... Aber das gibt es eigentlich gar nicht als Kategorie. Also, pass gut auf. Ich mach das mal. Ich habe es noch gar nicht gesehen, dass es irgendwo Stangenwaffen gibt. Sind das Äxte dann oder sind das mehrere auf einmal? Stangenwaffen würden hier eigentlich nur Streitkolben passen. Oder Äxte. Oder beides zu... Na, Stangenwaffe... Das ist vielleicht gar nicht mehr im Spiel drin. Stangenwaffen. Und die haben es vergessen, bei ihm rauszunehmen. Guck mal hier. 3. Also ungefähr bei 60%. Und hier ist es am Anfang.
Weil es gibt gar keine Stangenwaffen irgendwie in dem Sinne. Ich glaube, das ist ein, was sie vielleicht vergessen haben rauszunehmen, dass sie es mal drin hatten. Ich würde gerne mit... Selbstverständlich. Ich möchte über... Willst du nicht zuerst die Gruppe... Ja, gibt's gar nicht mehr. Ich denke... Das war, glaube ich, rausgeschmissenes Geld. Man weiß nicht viel, aber... Das haben sie vergessen. Also komisches, oder man findet, ich habe die noch nicht gefunden oder irgendwas. Komisch. Ich möchte üben, aber mit Re- Da ist aber jemand großspurig. Mit einem Holzschwert lernst du nicht annähernd so viel wie mit einem echten. Manche meinen, man solle sogar dem Tod die Hand schütteln. Aber das ist Blasphemie. Lass uns anfangen. Vielleicht gibt's Keine es Angst, aber noch. Ich bringe dich schon nicht um. Aber falls du verletzt wirst, musst du dich selbst versorgen und mit den Folgen leben. Ich möchte. Ach guck, man kann doch. Vielleicht gibt's den doch. Vielleicht habe ich das einfach noch nicht. Irgendwie als Kategorie, weil ich die Waffe noch nicht in der Hand hatte oder so. Seltsam. Bastardschwert. Na, ich habe auch ein paar Waffengattungen anscheinend einfach gar nicht gehabt. Ich möchte aber mit Streitkolben üben. Ich nehme den Rüstungsbrecher. Indeed. Und einen Schild. Ich nehme auch einen Schild. So, schnapp dir eine Waffe und los geht's. Ich schnapp dir eine Waffe und los geht's. Schön ausgewichen. Das klappt inzwischen auch mal besser. Ich würde mich ganz gerne mal mit den Streitkolben besser werden, dass ich dann auch da Spezialisierung rein versenken kann. Au. Na, mit dem Schild kann man gut blocken. Jetzt, wo man sich einmal eingespielt hat mit dem Schild, die Finte ist astrein. Ha! Ah, zum Üben war es ganz gut. Gibt es nicht mal einen Spruch oder was? Hä? Jetzt werde ich gesucht oder was? Das hat er irgendwie als Angriff auf den Bernhard interpretiert. Ach, Spiel! Wie ist denn mein Ruf jetzt? Da habe ich keinen Bock drauf. 81, es geht hier trotz. Irgendwie hat er das noch als Angriff gewertet, als der Kampf schon vorbei war oder so. Och, das sind die Bugs manchmal. Die sind auch ärgerliche Bugs. Ich will jetzt auch nicht verhaftet werden, wenn ich zurück in die... Hey, keine Bewegung! Ergib dich! Genug! Du hast einen zum Krüppel gemacht. Das wird teuer. Ach, was kann ich schon tun? Also gut. Sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Sehr witzig. Das ärgert mich. Sowas ärgert mich wirklich. Naja. Auch nicht so sehr, dass ich nicht jetzt nach... 2 Minuten wieder vergessen ist, aber in dem Augenblick denke ich mir so, ey, wie dumm ist denn das? Meine Herren. Wurscht. Wir wollen nach Norden, wir wollen... Na, gehen wir wieder da lang. Richtung Ledetschko den Schatz da finden. Und dann nach Sasau. Hoppala. Hoppala. Zu schnell für den kleinen Pfad hier. Hm. Ist
Aber jedes Mal an der Stelle, dass ich überlege, wie ich da runterkomme. Ist das der Weg oder ist es hier rechts lang? Diese Stelle ist jedes Mal komisch. Ich glaube, es ist hier lang und dann runter, ja. Ja. Und das sieht jedes Mal schön aus, wenn ich hier lang reite. Weil der Fluss diese schöne Biegung hier macht. Ins Tal rein. Und rechts und links da rechts die richtig dicht bewaldeten Hügel. Links ein bisschen das freie Land. Sieht schon echt geil aus. Herrlich. Herrlich! Da ist der Ärger wieder vergessen. Sehr schön drüber gesprungen. Burak. Auf nach Ledeczko. Wie weit habe ich jetzt eigentlich eben meine Kampffähigkeit mit dem Streitkolben gelevelt? Von 50 auf 92. Naja. Muss ja schon noch ein bisschen kämpfen, jetzt dauert. Ich möchte Streitkolben schon noch ein bisschen hochleveln, damit ich damit mehr Möglichkeiten habe, auch mit Kombos. Schreiberlein meint, vielleicht hast du einmal zu oft zugehauen. Ja, aber das war doch noch im Kampf. Nicht, dass er, also das war ja noch innerhalb des Übungsplatzes und alles. Außerdem habe ich die Waffe ja gar nicht angelegt. Das ist einfach bescheuert. Klar, ist mir schon klar, was passiert ist. Er hat den Kampf als abgebrochen, ne, abgespeichert gehabt im Game. Und dann... Ups, sonst bin ich weit genug nördlich? Ne, bin ich noch gar nicht, genau. Dachte ich mir doch, ich muss noch weiter nach Norden. Also er hat den Kampf abgespeichert gehabt als vorüber, den Übungskampf. Und dann hat er sich kurz überschnitten. Ich hatte noch die Waffe aus dem Übungskampf in der Hand, war noch in der Arena, habe ihn gehauen, wo er schon wieder als normaler NPC da stand. Dann hat er erst diese Schwarzblende gehabt. Also das ist einfach von der Reihenfolge falsch gewesen alles. Oh, das ist ja geil, wenn er einfach so auf der Straße trifft. Also mir ist schon genau klar, was passiert ist, aber das darf halt nicht passieren. Das ist einfach falsche Timings, falsche Trigger, die man gesetzt hat. Willkommen, Heinrich. Und ja, das was ist halt fehlerhaft programmiert oder zumindest nicht mit den richtigen Parametern, dass du halt das abfragst, wie die Situation ist. Naja, so schlimm ist es nicht, aber wenn man selber programmiert, weiß man genau, wie das zustande kommt, wie sowas, wie die Abfrage da ist und so weiter. Und das ist einfach nur ein bisschen schlampig programmiert, finde ich, und dann technisch nicht ganz umgesetzt. Das sind halt so Grenzfälle nicht richtig abgefragt. Grenzsituationen. Weil man die nicht gedacht hat, dass die vorkommen. Kommen hier schlecht über den Fluss, sehe ich gerade. Ein bisschen weiter links. Richtig Gas! Burak! Sauber! Aufgepasst, ihr einfachen Bürger! Nicht da reinreiten! Jetzt ein bisschen weiter runter. Da unten ist das nämlich. Hier ist das. Ungefähr. Puh,
Boomer meint, sowas kann man nicht ausmerzen, hat zu viele Möglichkeiten. Ja, das ist aber ein bisschen schlampig programmiert. Diese Möglichkeit kann man ganz... Also es gibt immer komische Interaktionen zwischen Gegenständen und Spells und Situationen. Gerade in Rollenspielen gibt es so viele Möglichkeiten, dass es immer mal vorkommen kann. Das ist halt schwierig, das ist wirklich... alle Bugs rauszubekommen. Aber sowas ist ganz offen... Das ist ein ganz einfach vorhersehbarer Bug. Oder Bug ist es ja nicht mal. Problem. Der Fehler... Hey, guter Mann. Lust auf einen kleinen Wettstreit? Hm? Das klingt interessant. Also den Satz einmal zu Ende zu bringen. Ich will das Thema auch gar nicht so auswalzen, aber weil ihr es immer im Twitch-Chat gerade wieder anspricht, dass das, was da abgefragt ist, ist relativ simpel. So. Also jetzt von dem Trigger her. Das ist einfach so, ich hau jemanden und dann guckt das Spiel nach. Ne? Ist der in dem Übungskampf? Ist das ein feindlicher NPC? Ist das so und so? Also der fragt verschiedene Conditions ab. Und wenn ich halt im Übungskampf bin und ich hau jemanden und ich bin gerade mit ihm im Kampf, dann ist das okay. Dann hat das keinen Einfluss auf meinen Ruf oder auf mein Gesucht-Level oder was auch immer. Und das ist halt, was an dem Übungskampf stattfindet. Und dann, wenn er da normal steht und ich will einfach hingehen und mit der Streitkolben auf den Kopf hauen, dann interpretiert er es halt als Angriff auf einen friedlichen NPC. So, aber du musst diese Möglichkeit in Betracht ziehen, dass du halt eben genau diesen Fringe-Fall hast, diesen Grenzfall, dass der Kampf gerade vorbei ist und ich irgendwie gerade aber noch zuhaue. Dann darf halt das nicht die Abfrage so sein, dass er nur fragt, ist der jetzt gerade friedlich? Oder der darf nicht sofort friedlich sein, sonst muss das halt vom Timing anders sein. Dann muss er irgendwie noch 5 Sekunden im Übungskampfstatus sein. Oder er muss abfragen, war jetzt gerade eben ein Übungskampf? Also das, dieser Grenzfall ist was du ganz leicht antizipieren kannst. Das ist nichts, was so passiert, ja, wenn der Spieler den so und so Spell auf Level 13 hat und gleichzeitig die gelbe Hose anhat und damit im dritten Dungeon-Level sich selber auf den Fuß haut, dann stürzt das Spiel ab. Das kann immer mal passieren, weil da halt ganz komische Sachen ineinander greifen. Aber dieser Fall, Puma, um auf deine Antwort zu gehen, ist halt... das ist ganz leicht zu antizipieren und leicht zu umgehen. Also, naja. Und das war jetzt alles zu dem speziellen Fall. Ich will da gar nicht so lange drüber reden, aber ich habe es nochmal angesprochen. So, jetzt wollte ich mal hier... Was will der denn von mir? Für einen Wettstreit. Das klingt interessant. Ja, bisschen smug ist er. Ist das dein Ernst? Was willst du denn? Oh, ein Rätselsteller. Das ist ja cool. Wie wär's mit einer kleinen Wette? Was? Ja, dann bring it. Wie wäre es mit einer kleinen Wette, guter Mann? Kommt darauf an. Worauf wetten wir? Es ist kinderleicht. Ich stelle dir ein Rätsel. Löst du es, bekommst du das Doppelte deines Einsatzes. Wenn nicht, behalte ich das Geld. Okay. Ja, dann wissen wir, wer das ist. Wer bist du eigentlich? Ich? Niemand. Aber du kannst dir einer Sache sicher sein, mein Junge. Ich ziehe umher. Sammle Rätsel, Geschichten und manchmal Almosen. Ich lebe in den Tag hinein. Doch genug von meinem Geschwätz. Willst du deinen Geist fordern? Klingt gut. Legen wir los. Nun hör gut zu. Im Rittersaal stehen 10 Kerzen auf der Tafel. Ein plötzlicher Windstoß pustet die Fenster auf und 2 Kerzen aus. Ein wenig später erlischt eine weitere Kerze. Darum schließt der Diener das Fenster. Nun kann der Wind keine weiteren Kerzen auspusten. Wie viele Kerzen findet der Diener am nächsten Morgen im Rittersaal, die er erneut anzünden kann? 3, weil die anderen runtergebrannt sind. Das stimmt. Da der Wind 3 Kerzen ausgepustet hat, brennen die 7 übrigen über Nacht herunter. So können morgens nur 3 angezündet werden. Tja, was sagt man dazu? Hier, deine 10 Groschen. Gönne dir was Schönes dafür. Vielleicht treffen wir uns irgendwann wieder. Das kann gut sein. Dankeschön. Die meisten im Twitch haben 10 geschrieben. Was ist denn? Das ist halt die Frage, ne? Ob die denn ausgemacht wurden. Das ist halt so ein bisschen... Da gibt es mehrere Möglichkeiten, weil natürlich nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen, aber diese Interpretation war am naheliegendsten. Ganz nett, witzig gemacht. So, wir müssen jetzt bis hierhin reiten ungefähr und dann nördlich in den Wald. Erstmal noch ein Stück nach Süden jetzt. Hamza besteht immer noch auf 10 Kerzen.
Der Schatten sieht halt auch ziemlich geil aus, gerade im Wasser. Also es hat echt wieder immer so viele schöne Sachen. Boah, hier lang zu reiten ist ein bisschen mühsam. Zu dem Schatz, hoffentlich lohnt er sich. Hoppala. Puh. Da komme ich, glaube ich, durch. Darüber hüpfen. Das sind diese Büsche, wo man halt so schlecht durchkommt zum Teil. Nein! Sehr gut, Burak. Vielleicht komme ich da oben besser lang. Da ist auch die Flussmündung hinten. Hier könnte dann irgendwo der Mineneingang sein. Guck mal, wo wir sind. Ja, hier könnten wir irgendwo den Eingang zur Mine entdecken. Das sah schon so ein bisschen so aus, kurz. Ah, hier haben wir es doch. Ups, Burak, aufpassen. Naja, wart hier oben. Und schon entdeckt, das war easy. Edle Schuhe, die nicht genug Geld bringen. Ein Eibenjagdboden. Stärke 11, das könnte ganz cool sein. Dazu kriegst du hier offene Beckenhaube. Würfel für ungerade Zahlen. Das lohnt sich wieder, wie viele Würfel ich jetzt schon habe. Das reicht. Das war aber nicht so ein toller Schatz, ehrlich gesagt. Ziemlich lame-o. Den Bogen wollte ich mir kurz angucken. Oh, achso, ich habe gar keinen auf, deswegen. Ich dachte gerade, warum ist der denn besser? Kann wohl nicht sein. Ich kann den einfach so tragen, dann sieht das in Dialogen nicht so blöd aus. Und in Kämpfen kann ich den Helm, anderen Helm aufsetzen. Machen wir das so. Und der Helm. Achso, ich habe gar keinen Bogen angelegt. Wo ist denn der kumanische Bogen? Hä? Oh, ich habe einen kumanischen Bogen getan. Anscheinend irgendwo hingeschmissen ins Pferd. Ich habe nur noch den Eschenlangbogen. Den kumanischen habe ich aus Versehen. Habe ich den verkauft aus Versehen? Wahrscheinlich. Aber der andere ist jetzt gar nicht schlecht. Der Eibenjagdbogen. Ist gerade irgendwie ein bisschen verbuggt. Die Anzeige, naja, wurscht. Angie, wenn man den Namen auch wirklich richtig ausspricht, weil ich frage mich, ist ja schwierig, wenn ich so auf Waffen finde ich ihn. Aber ich habe ihn nicht mehr, bin schon, ich weiß, dass ich ihn da finden will, aber ich habe ihn einfach irgendwie gerade nicht mit dem kumanischen Bogen. Irgendwie ist er weg. So, und ich will jetzt hier, guck mal, bei der Hütte vorbei und dann nach Norden. Ist ganz schön mühsam, der Weg. Will ich jetzt wirklich noch so weit hier rum? Das könnte am Fluss ganz schön ätzend sein. Aber ich könnte mir die Hütte angucken. Vielleicht ist die Hütte geil. Wollen ja auch was entdecken. Ich bin der Erste, der es richtig ausspricht, sagt die Angie. Ja dann. Ich gehe davon aus, dass das unsere Bundeskanzlerin ist, die jetzt hier nach Feierabend meinen Stream guckt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Halt ein bisschen mit Leadspeak geschrieben, weil unsere Bundeskanzlerin da sehr bewandert ist und weil sie natürlich nicht so leicht erkannt werden möchte, ein bisschen inkognito. Dass sie halt nur von mir und so ein bisschen erkannt wird. Deswegen die Angie guckt hier ein bisschen meinen Stream. Hi Angie! Schön, dass du da bist. Ein bisschen, ne, den Stress da mit der SPD und so. Kann ich schon verstehen. Muss ein bisschen abschalten am Wochenende. Am Freitag hat man ein bisschen früher Schluss. Fängt das lange Wochenende schon an, das geht schon. Die Angie hat jetzt Feierabend. Die arbeitet sonst echt viel. Als Bundeskanzlerin hat man echt viel zu tun. Kann man hier angeln? Wir haben nie geangelt. Aber das geht nicht.
machen, ne? Noch ein Fisch. Ganz schön verlassen jetzt. Es hat nicht so gelohnt, hier zu fischen. Nix los. Die Musik ist gerade total schön. Burak! Weil gerade, wer hat vorhin nochmal gefragt? Achso, Paribo. Genau, wir haben ein bisschen überlegt. Warum hat Burak doch eine Schabracke auf? Weil es gut aussieht. Guck mal, die gelb- oder gold-grüne Schabracke zusammen mit der Sattel, also mit dem Sattel und der grünen Satteldecke, mit dem Weiß zusammen. Also gerade wenn noch ein bisschen Sonne scheint, sieht das noch schöner aus. Aber es sieht total gut aus. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also Burak sieht auch top aus. Fremis meint, ich soll noch hinter der Hütte gucken. Okay. Oh. Dann mache ich das doch mal. Habe ich, glaube ich, die Schaufel habe ich, glaube ich, im Third. Der Ferdinand hat die Schaufel. Ja, guck, die Angie hat jetzt gesagt, dass die Bände. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Nachdem ich es ausgegraben habe. Es waren immer so Schätze und so. Es liegt hier eine ganz normale Frau. Kann ich das wieder zumachen, bitte? Das wissen wir, dass man es nicht wieder rückgängig machen kann. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich war schon weg. Vielen Dank an Fremis. Er hat uns hier zum Leichenschänder gemacht. Nee, was Angie jetzt gesagt hat, ist, dass ab jetzt Gesetz ist, mich zu abonnieren. Finde ich auch. Gutes Gesetz. Endlich mal ein vernünftiges Gesetz. Da ist die SPD sicherlich auch dabei. Easy. Nein. Aber Angie ist tatsächlich Angelo. Ah, okay. Dann hallo Angelo. Kennt ihr eigentlich, weil wir gerade über Schabracken gesprochen habt, auch Schabracke so als abwertender Begriff? So, ich weiß nicht, so du alte Schabracke. Dass man es eher so verwendet. Kenne ich nämlich auch so. Dann kriegt das alles eine ganz neue Bedeutung, wenn es, weiß ich, hier zur Schabrackenschau geht oder so. Bei mir kenne ich das auch daher. Ich glaube, ich... Wie schon wieder? Das sind doch Kumanen. Wer ist denn jetzt wer? Ich erkenne das an der Rüstung nicht so astrein. Humane, danke. Viel Spaß, Dude. Das ist nicht ganz ideal, aber ich habe ihn gut getroffen, deswegen ist es egal. Die Waffe hat auch einiges an Schlagschaden. Also ich war schon einigermaßen sicher mit dem Kuman, mit der Rüstung, also nicht 100%. Ich wollte jetzt nicht den Falschen angreifen, das riskieren. So. Für die beiden eben schnell den Kriegshammer. Nicht mal den Schild, so. Wo seid ihr hin? Hä? Ich hab's nicht angelegt mehr. Achso, weil ich nicht aus die Waffe nicht gezogen habe. Hallo. Ja. Vergiss es.
Vergiss es. Ich mache ich platt. Lohnt sich alles schon wieder kaum. Ich kann es auch alles mal gar nicht verkaufen. Naja. Jetzt sind wir 1 zu 6. Das ist noch einigermaßen okay. Trockenobst, lecker. Jetzt sind wir eh schon hier fast in Sasau. Sind durch den Wald gerannt. Da hinten muss ich jetzt auch gar nicht mehr durch. Aber die ganze Schabracke auf jeden Fall auch. Wird nicht mehr genutzt, das stimmt. Es wird nicht mehr benutzt, aber man kennt es halt, ne? Als Schabracke. Bin ich nicht der Einzige, der es noch kennt. Okay, soll man die Waffe wegstecken übrigens. Da sind wir wieder. Zurück in Sasau. Lange nicht da gewesen. Vor allem können wir jetzt hier ein bisschen verkaufen. Stuff verkaufen. Hier hätten wir einen Questgeber. Oben haben wir zwei Schmiede und zwei Geschichten. Wo ist das denn hier oben? Oh, das Kloster, das ist bestimmt spannend. Können wir hier in Sasau eigentlich ein bisschen questen jetzt. Das andere läuft ja nicht davon. Das muss man prinzipiell machen, aber das läuft nicht so schnell davon. Ich würde sagen, Sasau mal ein bisschen questen. Ach cool, da freue ich mich drauf. Neues Gebiet. Zumindest ein bisschen erkunden. Ich weiß nicht, von der Hauptstory dann vielleicht hier eh noch herkommen. Ein paar Sachen führen jetzt ja schon hierher. Ach, das ist allgemein Questgeber, oder? Das ist, na, guck mal kurz. Das ist, glaube ich, das ist der komische Typ hier. Der Scharlatan. Könnte zumindest noch interessant werden. Würde ich jetzt nicht direkt angehen, aber es könnte interessant werden. Aber erst ein paar andere Sachen. Obwohl, wenn wir gerade da sind. Ich mach das einfach mal. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Irgendwie ist es doch interessant. Ein bisschen komischer Typ, aber aus Interesse machen wir es doch mal. Gelobt sei Jesus Christus. Mhm. Ich habe mich entschieden. Ich werde dein Lehrling. Wunderbar. Oh, du schöner Tag. Ich habe einen Nachfolger gefunden. Also gut. Womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Oh. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Ich bin kein Dieb. Nur damit das klar ist, ich werde nichts für dich stehlen. Wer hat was von Stehlen gesagt? Du sagtest, es geht um wertvolle Objekte. Ich vermute, man findet diese nicht gerade unter Steinen. Wertvoll für mich, weil ich ihre Macht und Stärke kenne. Gewöhnlichen Sterblichen bedeuten sie nichts. Oh. Dann ist ja gut. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop, dann noch den Zweig eines Richtfestbaums und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Wegen des Zahns, das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Bin gleich damit zurück. Aber ist das nicht Betrug? Ja und nein. Verkaufe ich den Zahn als den des heiligen Prokop, ist das sicherlich Betrug. Verkaufe ich ihn jedoch als den Zahn Prokops von Sasau, sieht die Sache anders aus. Ist es dann so wichtig, welchen Zahn ich dir bringe? Natürlich ist es das. Den Namen Prokop umranken in diesem Land mystische Kräfte. Ich träg sie vielleicht hin und wieder, aber ich versichere dir, ich bin kein Schwindler. Gut. Ich werde ihn beschaffen. Wunderbar. Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner.
Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Also gut, ich hole ihn. Dieser Talisman, wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oh. Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht, aber du findest schon einen Weg. Wir werden sehen. Also gut, ich hole dir die Pfote. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet! Tu das, mein Knecht! Viel Glück! Wegen der anderen Gegenstände, die du wolltest. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet! Tu das, mein Knecht! Viel Glück! Wegen der anderen Gegenstände, Nein. die du wolltest. Nein, bitte nicht verbuggt sein. Vielleicht alles nochmal besprechen. Wegen des Zahns. Ich wollte gerade sagen... Ich höre. Ein Laienbruder nach... Ich wollte gerade sagen, wie froh ich bin, dass ich die Quest doch angenommen habe, weil es ja ganz cool ist. Ganz witzig, aber puh. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Gut. Wunderbar. So, mal alle, dass ich vielleicht alle Gesprächsoptionen noch mache. Na. Da oben war noch eine. Dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst einen Richtfestbaum machen. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Oh, also gut. Also gut, ich hole ihn. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Viel Glück. Bitte, bitte nicht. Wegen der anderen Gegenstände, die du wolltest. Jetzt? Dieser Talis... Ich... Eine... Oh. Wie... Also... Ich... Auf... Weg... Nein! Wegen des Zahn... Ich... Ein... Wo... Und wie... Ich... Aber... Wie ist... Gut. Wo... Ich... Aus... Wegen... Ich... Aus... Wegen der anderen Gegenstände. Scheiße. Wegen des Zahns. Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie... Ich höre. Ein Laien... Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenkel gesagt. Aber das ist unwichtig. Ja, scheiße. Spiel beenden und Spielstand laden und hoffen, dass er nicht zu lange her ist. Scheiße, es ist abends. Es ist halt abends, es ist halt echt spät. Also im Sinne von im Spiel spät und dass er wahrscheinlich seit dem Morgen nicht gespeichert hat. Und dann drehe ich durch. Wir werden es gleich sehen. Ich hole mir was zu trinken. Ich muss mal auch Licht im Zimmer machen, weil es wird langsam dunkel und so ungemütlich. Und dann hoffe ich mal, dass es nicht allzu lange her ist oder so. Gut. Wunderbar. Ich mache mich dann auf... Ab. Wegen der anderen geht.
Bis gleich.